Die Pandemie hat unseren Alltag nämlich verändert. Wir haben uns viele neue Dinge angewöhnt, die mittlerweile Normalität sind. Allerdings wird das ja auch irgendwann mal wieder vorbei sein. Hoffentlich. Stichwort, der Sommer wird gut. Deutschland lockert ja vielleicht bald. Und deswegen haben wir hier was für Sie vorbereitet. Sobald die Pandemie vorbei ist, denken Sie bitte an Folgendes. Tommy, hast du die Moderation fertig? Ja, das wollte ich genau jetzt machen mit den Moderationen. Ihr Bildschirm ist im Büro auch für andere sichtbar. Ja, das ist hier, wir hatten überlegt, Stand-up mit Rennen und Racing und so diese Woche vielleicht. Ebenso Ihre Beine. Naja, ist ja deine Show. Ja. Sollten Sie auf nervige KollegInnen treffen, bitte beachten Sie... Hey, Tommy. Hi. Oh. Wer ist eigentlich dein Lieblingskaiser? Das wollte ich schon lange mal fragen, weil ich glaube nicht, du bist so ein Marc-Aurel-Typ. Oh, Philosoph und Krieger, aber ja, ich finde ihn überbewertet. Oh, sag jetzt nicht Cäsar, du sagst bestimmt Cäsar. Tommy, Cäsar war nie Kaiser. Cäsar war Diktator auf Lebenszeit und wurde dann ermordet, weil er zu viel Macht wollte. Und dann kam er erst... Diese lassen sich im echten Leben nicht muten. Manchester gesehen am Wochenende, Old Trafford? Platzsturm, ne? Boah, ja. Wahnsinn. Boah, aber eher Gönchester, würde ich mal sagen. Das sind wir ja schon. Ja, ja, ja. Vielen Dank, sehr gut. Vergessen Sie beim Essen bitte nicht. Stimmt so. Kommen auch wieder bessere Zeiten, ne? Wird alles besser. So, ich wünsche euch was. Guten Appetit. Bis bald, ne? Ciao. Dass Sie dieses auch im Restaurant zu sich nehmen können. Bei sozialen Verpflichtungen gilt nun... Ja? Hi, Mama. Du, ich rufe noch mal an wegen dem Brunch später bei Oma und Opa. Die sind ja Risikogruppe und deswegen hatte ich überlegt, jetzt vielleicht doch nicht. Tommy, versuchst du dich da gerade rauszureden? Das sind deine Großeltern. Ja, aber da geht's ja auch um Verantwortung. Corona-Symptome sind keine glaubwürdige Ausrede mehr. Fuck. Oh, hallo. Hi. Haben Sie mal eine Minute? Es geht um mein Projekt. Wir sammeln Spenden im göttlichen Namen und auch Unterschriften. Ja, eigentlich voll gerne, aber ich habe ganz schlechtes WLAN und da kann es immer sein, dass jeden Moment meine verbinden. Das geht ganz schnell. Moment mal. Außerdem ist es nicht mehr möglich, so zu tun, als wäre das eigene Bild während einer Zoom-Konferenz eingefroren. Ist ja wohl die Höhe. Arschloch. Hey, Tommy. Hi. Ich habe noch ein paar Autogrammkarten für dich. Okay, danke schön. Ist was? Wer bist du? Lisa. Wir arbeiten seit einem ganzen Jahr zusammen. Ah. Richtig. Sie müssen sich daran gewöhnen, wie Leute ohne Maske aussehen. Sollten Sie diese Hinweise beachten, steht einem normalen Alltag nichts mehr im Wege. Also, außer die deutsche Impfstrategie. So, vielleicht sitzen Sie ja dann auch irgendwann mal hier im Studio, hier in Köln-Ossendorf. Das wäre doch schön.